Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Rayman 3 Hoodlum Havoc. So, ich werde gleich mal direkt weiterspielen. Und ich habe mir die Videos vorher schon angeguckt, habe da gesehen, dass da natürlich ein Diamant drin war, weil ich so gut bin. So, wo sind wir hier überhaupt? In einem leckeren, schönen Sumpf. Mit irgendwelchen Avatar-fliegenden Viechern. Ach ja, schon was Feines, Rayman. Nummer 5. Ey, das geht super voran hier mit diesen Viechern. Ich muss los, meine Schulden bezahlen. Und eine neue Dose. Mickey Maus. Nice. Ah, ich glaube, wir müssten jetzt bald alle Anzüge gefunden haben. Das ist jetzt der Helikopteranzug. So. Und das ist der Anzug, der am schnellsten weggeht, wenn man das so sagen kann. Dann werde ich wieder mal alle Diamanten einsammeln. Weil das gibt Punkte. Und Punkte sind gut. Wer hat denn bitte schon so eine große Unterhose? Oh, ich will das gar nicht wissen. Das ist eklig. So, langsam wieder. Nein. Weg. Komm schon. Oh, ein Frosch. Kann man den fangen? Für Froschfrikassee. Oder Froschschenkel. Lecker. Wie die Franzosen. Die Franzosen finde ich eines der komischen Völker, die es überhaupt gibt. Und die Musik ist auch schön. Ich glaube, da ist die Hexe reingegangen im letzten Video. Werde ich erstmal hier lang gehen. So, was gibt es denn hier so schön? Ist noch eine Toilette? Sag mal, wie viele Toiletten hat sie denn? Der plumpes Klo. War es das? Ah, da oben ist noch einer. Hallo? Nummer 5. Nee. Nummer 6. Ich muss los, meine Kuh melken. Boah, jeder hat eine Kuh. Der wohnt bestimmt in Brandenburg. Diamonds. Like a diamond. So. Was sind das denn für Papiervögel? Die da gerade vorbeigeflogen sind. Und rein ins Vergnügen. Oh, Suppe. Ein Topf. Na, Bro? Ich sehe schon, wir müssen wahrscheinlich... Ja, wie ich es mir beinahe schon gedacht habe. Wo ist das Vieh? Oh, komm her. Komm her. Scheiße. Gott sei Dank kann ich mich noch an einige Szenen von früher erinnern. Dann geht das relativ gut. Hallo? Bitte. Warten wir einfach und unseren aufgeladenen Schlag werden wir sie dann einfach niederbrezeln. Komm her. Ja, geh weg. Aua. Ich bin hier. Warum hat sie denn... Scheiße. Ja, mit den beiden Frösche. Hallo. Mit den Haaren sah ja süß aus. So, jetzt kannst du wieder herkommen. Wahrscheinlich kam mir das früher so schwer vor, weil ich halt noch ein bisschen kleiner war. Aber es macht immer noch einen Heidenspaß. Und so gut scheine ich jetzt nun auch wieder nicht zu sein. Ist das witzig, ey. Nein. Verpiss dich. Verschwinde. Nein, weg. Aua, weg. Verschwinde. Aua. Weg. Nein. Scheiße. Was für appetitliche Schenkel. Nein, verpiss dich. Das ist nicht lecker. So, komm her. Scheiße. Mann, jetzt komm noch mal. Ich tu dir nix. Wir spielen. Verdammt, noch ein Schlag. Ich bin genau hinter dir. Oder auch nicht. Mann. Ich darf das nicht so leicht. Ich darf das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Jetzt aber. Jetzt haben wir sie gleich.
Kadao! Biatch! Geh nach Hause. 1500, schön. Gibt's hier noch was? Oh, wo ist die Musik hin? Es ist zu ruhig. Zu ruhig. Wo bin ich denn? Ich weiß gar nicht mehr, was wir geschichtlich machen müssen. Ach, jetzt chillt sie da oben. Tut sie uns jetzt noch was? Hey, Bro. Komm mal runter. Jetzt, wo ich in deiner Gewalt bin, wirst du meine Lage doch nicht schamlos ausnutzen. Sicher nicht. Boah, die hat ja viel, viele Diamanten hier zu verstecken. Raymond, hier bin ich. Globox? Ey, gleich muss kommen. Hallo? Raymond! Raymond! Ja, halt mal die Klappe, ich komm noch gleich. Muss ich überhaupt hin? Lass mich erstmal in Ruhe hier die Diamanten einsammeln. Dann geht's gleich weiter. Komm ich. Mann! Raymond? 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 Wer ist Raymond? So. Ist in den Spiegel? Ja, genau. 94%, das ist schon mal ein guter Anfang. Guter Start. Noch 10.738 Punkte bis zum neuen Level. Schicker Kessel. Komm's mal raus. So. Und ich spiele Poker. Globox Raymond wanted. Hitzkopf Larry. Ich hasse die Viecher. Aua. Zeig ihm, was Schwindel heißt. Okay, Schwindel würde heißen, grüner Anzug, genau. Grüner Anzug. Irgendwo müssen wir den grünen Anzug herkriegen. Was bist du da für ein Lustiger? Aua. Scheiße. Na? Na? Ja, das wird nichts, oder? Kacke. Na, Juti, dann werde ich erstmal gucken, dass ich da hinten die beiden Hohlköpfe kaputt kriege. Scheiße, was war das denn? Scheiße. Kein Zielwasser getrunken. Ah, da ist die grüne Dose. Mann, ey. Müsst ihr euch bewegen? Yeah. So, das war's mit den Diamanten. Hier ist noch ein Sparschwein. Super. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier diese... Ich weiß immer noch nicht, wie ich sie nennen soll. Plattformen. Ja, Plattformen am besten. Runterdrehe. Nummer 1. Ich muss los, einen Witz erzählen. Es ist Freitag. Freitag ist Witzetag, das ist gut. Ich nehme gerade aber am Donnerstag auf. Schade. Das wäre jetzt witzig gewesen. Das wäre Schicksal gewesen. Yeah. Todd. Die hat jetzt so ein komisches Ding befreit, okay. Ah, und die haben ja blau, genau. Blau konnte man sich ja irgendwie so wie Tarzan so rüberhangeln. Coolio, coolio. So. Müssen wir den Typen trotzdem besiegen? Das wäre ein bisschen kacke. Weil ich wüsste nicht wie. Komm schon. Na bitte. Hat doch geklappt. Mit ein bisschen Geduld klappt alles. Hui. So, hier geht's auch weiter und hier unten kann man da unten rein. Ja, Diamanten, super. Aua. Sehr schlau, Mari, sehr schlau. Komm ich jetzt wieder hoch? Ich muss noch meinen Stiefel putzen. Dann was? Ich hab's nicht verstanden. Ah.
Oh, schade. So, war es das wieder mit dem Level? Oh, die Level sind ganz schön kurz. Ah, 66%. Ich muss mehr auf diese Combo-Anzeige achten. Da war gerade ein Grafikfehler. Was treiben Sie denn da an? Was war das denn? Kommt her, kommt her. Ich mach euch fertig. Das war's? Ehrlich jetzt? Okay. Ich nehm's hin. Du bist kein Problem, hab ich bloß gewundert. Doch willst du um sich schlagen. Mit der Hoffnung, dass man irgendwas trifft. Natürlich trifft man denn was, Na komm. Die Hoodlums sind aber ganz schön organisiert. Und ich höre schon wieder einen Mensch schreien. War das hier? Nummer 3! Ich muss noch zu meinem Tanzkurs gehen. Aua. So. Ja, was sind das für Viecher? Sind das Schnecken? Schneckenmaulwürfe, das würde, glaube ich, Sinn ergeben. Ja, es sind Schneckenmaulwürfe. Yeah. Und jedes Mal dieses Geräusch. Sorry, Kumpel. Hä? Ich bin so schlecht. Ich bin das Kind, das gerne zu lernen. Ja, schön, ich brauch das aber nicht. Das dauert viel zu lange. Schade, keine Diamanten. So, weiter geht's. Und Piranhas natürlich. So. Ah, das sind wieder Drehplatten. Und da ist eine Dose. Super. Das heißt, ich müsste mich diesmal ein bisschen beeilen. Alles eine Frage der Technik. Die Technik. Rayman, die Technik. Ich glaube, wir sind jetzt durch mit den Anzügen. Das müssten jetzt alle gewesen sein. Könnt ihr denn mal in die Kommentare schreiben, welcher euch am besten gefällt? Das würde mich mal interessieren. Hier gibt es nochmal einen grünen Anzug, aber für den Fuzzi da oben. Wo geht's weiter? Ist da oben noch einer irgendwo? Ich hab's auch eben noch... Ach, da. Aua. Jetzt hör doch mal auf. Ah, das ist anstrengend. So, da oben ist ein Greifer. Habe ich irgendwo hier eine blaue Dose gehabt? Nee, ne? Komm ich da so rüber? Scheiße, wie komme ich jetzt weiter? Achso, da ist noch eine blaue Dose. Hä? Voll verpeilt? Geht doch klar. Ha! Und der Rayman, der freut sich immer so schön. Als hätte der das jetzt zum ersten Mal gemacht. Was? 23%? Das ist ja peinlich. Ich glaube, das muss ich rausschneiden.